I give up forever to touch you, 'cause I know that you fail me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. And you can't fight the tears that ain't coming, or the moment of truth in your life. When beide stark. Ja. Ich glaube, irgendwie das Gefühl Jenny, aber ich weiß nicht. Ich fand es von euch beiden super, super toll. Ihr habt die Emotionen vor allem in diesem Song richtig gut rübergebracht. Ich habe wirklich so den Schmerz gespürt bei euch beiden. Und das ist genau das, was ich immer haben möchte, wenn ich so einen Song höre. Ich bin froh, dass ich die Entscheidung nicht treffen muss. Jenny hatte ich gar nicht so gut in Erinnerung, also dass einiges passiert im Coaching wahrscheinlich. Und Annika, ich bin Fan von deiner Stimme. Die ist besonders. Und ich sag das immer wieder, ich suche besondere Stimmen und du hast so eine. Oh, oh. Ja, Sido, du kannst natürlich nachher auch noch stehlen. Du musst sie doch nicht ansticheln noch dazu. Ich kann's mir auch gerade nicht sagen. Jenny, deine Stimme ist echt sehr voluminös, Big Voice. Annika ist, hat auch irgendwie so eine sehr eigene Stimme. Es ist halt schwierig, weil du wartest immer auf diese Millisekunde zu sagen, halt, sie war's oder sie war's. Und den Moment habe ich nicht. Ich fand die beide sehr gut. Also, Marc, viel Spaß damit. Ja, keinerlei schlechte Kritik hier für euch zwei. Die haben alles richtig gemacht, oder, Marc? Naja, also, ihr seid meine kleine Strebergruppe gewesen. Sigi und ich hätten wahrscheinlich bei euch abgeschrieben im Bus und ihr hättet uns nicht gelassen. Also so eine Gruppe wart ihr. Es war von Anfang an halt total am Start mit einer großen Lust irgendwie zu proben und sich zu verbessern. Ich habe euch schon besser gesehen als heute. Es gab ein paar Unsicherheiten, die es sonst nie gab. Die gab es jetzt nur heute Abend. Und trotzdem
habt ihr das Publikum überzeugt, habt die anderen Coaches überzeugt. Das zeigt mir nochmal, wie gut ihr eigentlich beide seid. Das nochmal vorweggeschossen. Es ist einfach sehr, sehr schwer, da jetzt zu entscheiden. Wer gewinnt dieses Battle? Annika oder Jenny, wen nimmst du mit in die Sing-Offs? Jenny! Komm, lass uns raus! Du weißt, dass es Jenny ist! Oh Mann! Ich gehe in die Sing-Offs mit der Sängerin, die es heute besser gemacht hat. Annika. Annika hat dieses Battle gewonnen. Oh, da habe ich vertan. Alles richtig gemacht, Annika. Wir sehen dich in den Sing-Offs. Vielen Dank, Annika. Gerade geht irgendwie alles drunter und drüber. Oh Gott, die Sing-Offs, ich hab's nicht. Oh Gott. Geil. So, liebe Jenny, aber du bekommst ja vielleicht noch eine zweite Chance, den Stil-Deal. Da harren jetzt ein paar schon ganz schön lange aus. Bastian zum Beispiel im Team Alice sitzt da schon echt lange. Alice, my girl, stay with me. Julia bei Sidu sitzt auch ganz schön lange. Und Ray, du hast Lucy. Wollt ihr Jenny mitnehmen? Eure Entscheidung. Der Countdown startet jetzt. Wenn ihr sie heute gut fandet, sie ist sonst deutlich stärker noch. Aber Lucy ist so stark. Ray, go! Oh. Leider kein Stil-Deal. Schade. Sehr, sehr schade. Aber einen ganz tollen Auftritt hattest du hier heute. Vielen, vielen Dank. Das ist dein Applaus. Danke dir.